Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh, ich bin so aufgeregt, du auch? Ja, heute ist der 24. Heute werden wir fliegen. Heute werden wir in dem schönen Hotel übernachten, nachdem das Lingbao aufgemacht hat, die Wellness-Oase und das Familienhotel Matamba ist jetzt ein neues Hotel im Phantasialand eröffnet, das dritte. Ja, und zwar werden wir hier das Fliegen lernen und wir werden uns, ach, das wird Wahnsinn werden, Kim. Was ist das für eine Zielgruppe eigentlich? Ich weiß es noch nicht, wir werden auf jeden Fall reingehen, aber wie heißt das Hotel denn, Bibi? Das ist das Scheidt-Lindberg-Hotel und es ist von oben bis unten komplett durchthematisiert. Leute, diese Buchungsbestätigung sieht schon sowas von geil aus. Also das ist schon, also ich freue mich einen Arsch auf. Wo parkt man denn, wenn man Hotelgast ist? Und zwar auf dem Mitarbeiterparkplatz. Also die Mitarbeiter haben anscheinend einen Parkplatz außen und an der Seite und man als Charles Lindberg fährt man praktisch in die Mitte drauf. Ja, genau. Man gibt auch alles aus, also Schilderungen und alles toppi, tippitoppi. Genau, der ein oder andere kennt den Parkplatz auch unter Fantissima Parkplatz. Das ist Parkplatz Nummer 3. Da könnt ihr parken, müsst eure Buchungsbestätigung vorbereiten oder vorhalten, damit ihr auf den Parkplatz kommt. Und jetzt wird es gleich ins Hotel gehen. Ja, um 9 Uhr macht's auf. Wir stehen jetzt schon davor. Ich habe so ein Déjà-vu. Letzte Woche standen wir auch vor Berlin, Rockburg. Und es wird sogar noch fleißig gebaut. Ja, ich bin gespannt. Hoffentlich sind die Autos dann später weg. Da kann man nochmal schön ein bisschen von außen eine Aufnahme machen. Weil ich sehe nämlich schon, was ihr vielleicht nicht so ganz erkennt. Und zwar das Schwarze, was davor war, ist nämlich jetzt weg. Und da steht Charles Lindberg drauf. Ja, wir haben jetzt eingecheckt, haben schon die ersten Blicke drin gesehen, wie das Hotel aussieht. Sieht schon ziemlich nice aus. Mega. Und wir haben dadurch ganz viel Papierkram bekommen. Das Hotel kostet in der Woche 400 Euro. Am Wochenende und in den Ferien kostet der ganze Spaß 450. Alle Preise findet ihr natürlich auch auf der Phantasialand-Webseite. Und jetzt denkt ihr euch, Stand jetzt. Jetzt denkt ihr euch, what the fuck, hoher Preis. Ja, er ist hoch, muss ich auch zugeben. Aber es gibt da logisch noch einige Sachen dabei. Ihr könnt das Hotel nur als komplettes Paket buchen. Es gibt Eintrittskarten, spezielle Quickpässe und ein Drei-Gänge-Menü. Das werden wir euch heute alles noch zeigen. Keine Panik, bleibt immer dran. Genau, nicht abschalten. Und ja, eingecheckt haben wir. Und wir haben schon unheimlich viel Papierkram bekommen. Das wird euch die Bibi jetzt mal zeigen. Ich kriege mal am Einchecken hier ein Aeronautic Briefing. Ein Logbuch mit Name und sein Zimmer. Und dann kann man das hier aufmachen. Und Leute, es ist total cool. Man macht das hier auf und das erste, was man sieht, ist hier Willkommen in Explorers Society. Dann wird hier nochmal vorgestellt, wer es ist und so. Das kann man sich alles in Ruhe mal durchlesen, wenn ihr da seid. Ihr könnt auch kurz, Kevin kann das auch mal kurz filmen, dann könnt ihr es mal auf Pause machen und könnt euch das mal durchlesen, wenn ihr Interesse habt. Habt ihr angehalten und gelesen? Sehr schön. Dann sehen wir hier einmal, und zwar sind das die Eintrittskarten in das Phantasialand. Das sind die Zimmerkarten. Das sind die Zimmerkarten, stimmt. Ups. Das sind die Zimmerkarten. Genau, richtig schön sehen die aus, sehr hochwertig auch. Dann nehmen wir hier noch eine Karte. Ist hier aufgelistet, hier ist Rockburg. Nochmal eine von Rockburg extra eine, ja, ein Plan, wo auch alles draufsteht. Wenn wir das jetzt hier einmal rumdrehen, sieht man hier die Kapseln. Das heißt, das sind die ganzen Zimmer, Gate A, B, C, D, E und wo man sich befindet. Dann weiß man auch ganz genau, wo man hin muss. Hier unten das Uhrwerk und die Bar, wo man sich dann auch wunderschönen Abend ausklingen lassen kann. Das jetzt hier aufklappen, dann sehen wir hier einmal das Logbuch, wo auch nochmal unterschiedliche Informationen und Daten stehen, was man so machen kann. Hier gibt es auch noch wirklich alles zum Entdecken. Hier kann man noch Sachen selber reinschreiben, Gedanken aufschreiben. Dann kommen wir zu dieser Seite. Hier ist der Eintritts Park Boarding Pass. Das heißt, mit dieser Karte kommt man zum Hoteleingang rein und raus. Das heißt, wenn ihr die vorzeigt, wissen die Leute, ah, ihr seid Hotelgäste. Damit kommt ihr auch in den Park hinein. Das ist ganz wichtig. Das genau, sind eure Phantasialand-Eintrittskarten. Dann haben wir hier nämlich noch Quickpasse für Fly. Das heißt, wenn ihr Bock habt, Fly zu fahren, habt ihr hier pro Tag einen Quickpass. Sieht man hier auch Fly Quickpass. Sehr, sehr schön hochwertig verarbeitet, gemacht. Ich bin echt begeistert. Und hier gibt es auch Postkarten. Ich mache mal kurz zu. Ihr seid ja bestimmt noch ein bisschen Postkarten-Merch-Fan. Hier, Rockburg-Postkarten. Alles kann man verschicken, versenden an Freunde, Bekannte oder, so wie wir das machen werden, wir werden es als Merch behalten, definitiv. Geil, also ich feiere das. Es ist von oben bis unten, es hat bei der Buchungsbestätigung schon angefangen, bis jetzt zieht sich dieses Thema einfach durch. Es ist super durchdacht, perfektes Konzept. Auch dieses, ihr seid keine Gäste, ihr seid Explorer, Leute, das ist einfach gut und das ist der Wahnsinn. Das ist, also ich bin wirklich begeistert, man taucht von Anfang bis Ende in diese Themenwelt ein. Hammer. Ihr seid gespannt und jetzt geht's rein. Wir zeigen euch die Lobby, wie es da drin aussieht. Thank you.
erstmal rein und dann kann man schon rechts sehen, hier steht Check-in, Pfeil links. Das heißt, da geht es zum Check-in. Die Thematisierung ist einfach der Wahnsinn. Gate A, das heißt, wenn ihr Zimmer Gate A habt, dann müsst ihr rechts rum. Aber das wird euch auf jeden Fall noch alles erklärt, wenn ihr Rezeption seid. Check-in auf jeden Fall links. Das heißt, da lang zum Check-in und dann gehen wir jetzt mal hin. Die Lobby sieht schon richtig cool aus. Da bekommt ihr alle Informationen, die ihr braucht über das Hotel. Unten befindet sich auch noch die Bar. Die werden wir uns später auch anschauen. Die Bibi hat ja vorhin schon gesagt, da kommt gerade Fly vorbeigeflogen. Die Bibi hat euch ja vorhin schon gesagt, das Hotel ist in mehreren Blöcken aufgeteilt. Es gibt den Block A, den Block B, den Block C und den Block E. Wir befinden uns im... D. Wir befinden uns im Block B, genau. Und wir haben das Zimmer ganz oben und die Aussicht von da oben, die schauen wir uns jetzt mal an, oder Bibi? Auf jeden Fall, geil. Auch der Aufzug ist natürlich hier durchthematisiert, wie das ganze Hotel. Man muss sagen, es ist schon ein bisschen lauter, weil die ganze Zeit halt die Achterbahn um einen herumfährt. Aber das ist ja auch genau das Erlebnis, was man hier erlebt. Wir befinden uns jetzt bei Block B ganz oben drauf und dann seht ihr hier schon daneben den nächsten Block. Oder bei der Vivi den anderen Block. Aber viel schöner ist das, was ihr jetzt noch nicht seht, ist die Themenwelt. Ruckburg. Und die befindet sich. Die befindet sich hier. Und ist das nicht ein nicer Ausblick? Ihr könnt über die ganze Themenwelt gucken. Die Achterbahn fährt vorbei. Und ja, hier unten launcht die jetzt gerade auch wieder. Und diese Ausblicke von hier oben habt ihr nur, wenn ihr Hotelgäste seid. Und das ist schon was ganz Besonderes. Chillen kann man auch an den ein oder anderen Punkten hier im Hotel. Aber jetzt seid ihr bestimmt gespannt, wie das Zimmer aussieht. Und da geht es jetzt direkt hin. Wir zeigen euch eine Roomtour. Viel Spaß dabei. Aber eine Wahnsinn. Hallöchen, willkommen in unserer kleinen, feinen Kapsel. Ja, rein, Spaß. Hier steht ihr direkt im Schlafzimmer, kann man schon so sagen. Wir sind übrigens von allen genannten Explorers, also keine Gäste, ne, das muss man auch nochmal dazu sagen. Und zwar, wir wollen natürlich viel erkunden und deswegen, wenn wir morgens aufstehen, haben wir hier erstmal die wunderschöne Zeitung zum Lesen. Eine neue Welt ist entstanden, richtig gut. Werden wir auf jeden Fall mitnehmen und mal gucken, was darin steht. Zu Hause in Ruhe durchlesen. Dann haben wir hier oben auch noch wunderschöne Flugmaske
und ein Tuch. Links, rechts das Bett, auch wunderschön im Grau. Alle anderen Hotels sind immer, haben hier weiße Bettwäsche, hier ist es in Grau, passt also richtig, richtig gut. Und Verstauungsmöglichkeiten haben wir einmal unterm Bett auf dieser Seite und bei Kevin auch auf dieser Seite. Also da kann man auch ein paar Sachen unterbringen. Jetzt gehen wir mal zwei kleine Schritte rückwärts. Hier haben wir einmal den Fernseher. Herzlich willkommen mit Hotel Schaff-Lindbeck. Auch wunderschönes Willkommensgruß. Ein Logbuch, da werden wir euch später noch was zu berichten. Desinfektionstücher zur Corona-Zeit auf jeden Fall gut angebracht. Hier drin haben wir Verstauungsmöglichkeiten. Unten kann man wunderbar den Koffer hinpacken und hier oben hat man noch hier auch noch Möglichkeiten, Sachen aufzuhängen. Allerdings haben wir jetzt erstmal so ein bisschen Krimskrams drin und müssen noch unseren Koffer auspacken. So. Dann haben wir hier noch einmal zum Hinsetzen. Also das heißt, man könnte jetzt hier theoretisch, glaube ich, auch sitzen. Zum Arbeiten, Videoschneiden, ungünstig. Aber hier kann man schön drehen. So. Ja, auf jeden Fall. Das ist der typische Stuhl, wenn man Klamotten anzieht. Da brauche ich nicht, will ich nicht. Dann kann man den hier drüber hängen. Mülleimer ist auch gegeben. Telefon ist da zur Rezeption. Hier sind noch einige Bilder, passend zum Flugunterricht, Stunde. Für unsere Ausflüge, unsere Andenken, Familie ist hier. Und jetzt mache ich mal hier auf, weil hier geht es nämlich zu den Toiletten. Eine Schiebetür. Genau, hier ist die Dusche. Wunderbar. Sogar eine Regendusche, gell? Ja, cool, ne? Und auf dieser Seite haben wir Waschbecken und Toilette. Genau. Handtücher, Föhn. Ja. Und Seife, diesmal nicht die Priya-Seife. Nein, am Start. Aber ich habe mir jetzt sagen lassen hören, und zwar ist das eine Seife aus einer Apotheke, ich glaube in Amerika war das, eine uralte Apotheke und eine der ältesten Apotheken, und die suchen sich aus, wo diese Seife hinkommt. Das heißt, nicht jeder kann diese Seife haben, nein, die wird sich schon gut ausgesucht, wohin, passt im Themenbereich, und Leute, oh, das ist mit auf Priya einer der Top-Seifen, die ich hier hatte, geil, richtig gut, gefällt mir. Dann haben wir hier noch das einzige Fenster im Raum. Das kann man auch machen. Man muss sagen, es ist aktuell sehr, sehr warm. Und hier draußen kann man dann Fly sehen, wie sie vorbeifährt an eurem Motelfenster. Genau. Was ich auch noch sagen möchte, ich finde die richtig geil. Das sind einfach nur Lichtschalter, aber die sind halt diese alten, die man halt drehen muss. Ist halt nicht so ein Klicken, wie wir sie kennen. Wunderschön. Hier ist noch eine Steckdose. Ich muss sagen, da ist auch noch eine hinterm Fernseher. Und ansonsten habe ich jetzt noch nicht so viele Steckdosen gesehen. Also da ist noch eine und an der Toilette ist noch eine. Aber man hält sich ja hier die meiste Zeit sowieso nicht auf, muss man schon sagen. Genau, jetzt, Leute, kommt der Bettentest, ne Kevin? Soll ich direkt machen? Ja, ich mache mal hier ein bisschen zu, weil es ist schon, also, laut. Es ist schon laut. Also es ist jetzt kein Hotel, wo man sich irgendwie entspannt und so. Soll auch nicht sein. Es ist auch ein Abenteuer, ne? Explorers, Leute. Also von daher, egal. Ich laber zu viel. Bettentest wollt ihr sehen. Ihr wolltet den Bettentest, Vivi? Lasst die Einrichtung ganz? Ich habe Angst, dass die Einrichtung mich nicht ganz lässt, ehrlich gesagt. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Ordentlich, deshalb haben wir so zwei. Aber Leute, ich muss sagen, das ist schon nice. Ne? Also es ist schon, müssen wir mal hier jetzt so hinlegen. Ja, doch. Oh, Hammer, diese Matratze. Ich find's aber toll. Jetzt will ich auch mal, wenn du hier schon so fleißig im Bett liegst, ist doch der. Und ist gemütlich, ne? Es ist sehr bequem, es ja. Ist gemütlich. Ich bin mal gespannt, wie wir heute Abend schlafen. Aber du bist halt sehr weit weg, gell? Wir halt, schlafen getrennt. Ich wünsche gute Nacht, Kevin. Schlaf gut. Aber hier kann man sagen, hier an der Seite ist noch so eine schwarze Polsterung. Das heißt, man muss sich. Ja, hier oben weiß ich nicht. Also ich bin zum Beispiel eine ruhige Schläferin, ne? Also ich bewege mich jetzt nicht allzu viel. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit das hier, wenn man dann also so legen, schlafen und dann gut, das ist jetzt übertrieben, ich glaube aber nicht, dass viel passiert. Auf jeden Fall hier gut gepolstert. Also ich finde es gemütlich. Klar, man schläft zwar getrennt, aber es ist was Bequemes. Oder? Was sagst du, Kevin? Ja. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall eine gute Nacht hier. Auch wenn wir getrennt schlafen. Nein, aber Leute, wie gesagt, es ist halt einfach ein Abenteuerding. Und es ist eine Kapsel, es ist kein Zimmer, ne? Das darf man nicht mit Abenteuern vergleichen. Aber wer hat auch schon mal in sowas hier geschlafen? Es ist schon cool.
ein kleines, aber feines Kapselzimmer. Und ja, es gibt auch einen separaten Hoteleingang, wo man direkt in die Themenwelt reinkommt. Und da gehen wir jetzt mal hin. Das ist aktuell im Block A. Und Block A, da geht es auch in die Themenwelt, in die neue hinein. Rockburg. Und die hat dadurch einen separaten Hoteleingang. Dafür müsst ihr eure Eintrittskarten parat halten. Und dann könnt ihr eintauchen. Ja! Und könntest eine Runde Fly fahren. Da steht auch schon Ready to Fly drauf. Wenn du die Kamera gleich einmal umdrehst, voll gut. Sind wir ready? Definitiv, aber mehr als ready. Also eine Runde Fly jetzt. Juhu. Das ist hier exklusiv vor dem Hoteleingang, wo man schnell zu dritt kriegt zur Fly. Dafür haben wir ja gerade im Hotel schon die Quickpässe bekommen. Die hier. Die sehen unheimlich schön aus. Da fliegt Fly über uns hinweg. Die sehen unheimlich schön aus. Ja. Ich will sie gar nicht abgeben. Aber ich würde sagen, wir probieren es mal aus. Da ist der Eingang. Und, ich bin gespannt. Fliegen wir mal eine Runde, ja, oder? Das ist hier der exklusive Eingang für die Hotelgäste. Und ist schon ziemlich nice, dass man halt so einen Flug gratis dazu bekommt zu der Übernachtung. Aber ich hätte mir persönlich auch eine ERT gewünscht für die Hotelgäste. Oh, aber ERT mit dem Ding, huiuiuiui. Das hat gerade ziemlich gut geklappt mit dem Quickpass und jetzt muss ich euch da wirklich einschließen. Wir fliegen eine Runde und dann sehen wir uns nach dem Flug wieder. Und es ging auch ohne Probleme. Wir sind quasi bis zur Gepäckablage durchgelaufen. Genau. Da haben wir unser Gepäck abgegeben und dann ist da noch eine kleine Queue. Aber das ist echt easy. Das geht auf jeden Fall schneller und warten. Hallo! Fliegen! Also echt ein cooles Goodie, wenn man Hotelgast ist. Genau, voll gut. Und da haben wir morgen auch noch Karten für. Das heißt, also wenn ihr eine übernachtet habt, habt ihr zwei Quickpässe einmal für heute und für morgen. Könnt ihr noch zwei für heute verwenden, wie ihr möchtet. Gerade kurz den Themenbereich verlassen. Wenn ihr den Themenbereich wieder begehen wollt, braucht ihr ganz dringend eure Eintrittskarte, weil dann könnt ihr an der Schlange vorbeigehen und direkt wieder in die Themenwelt hinein. Aber Kevin, die Schlange existiert gerade nicht mehr. Sie existiert nicht, weil der Themenbereich schon zu hat. Achso, ups. Aber wir dürfen trotzdem mit der Karte hinein. Einfach kurz eure Eintrittskarte vorzeigen und dann seid ihr direkt wieder in der Themenwelt. Ihr dürft da logisch immer hinein und hinaus, wie ihr wollt. Ja. Und das ist halt echt der größte Luxus, weil das war heute echt entspannt für uns, weil wir mussten uns nicht in eine Schlange anstellen und wussten ja eh, okay, wir kommen eh hinein und können frei fahren. Ja, und dann noch mit dem Quickpass. Die Themenwelt hat zugemacht, aber das heißt nicht, dass das Abenteuer nicht weitergeht. Wir werden uns ein bisschen früh machen und dann gibt es ein leckeres Drei-Gänge-Menü. Das ist im Hotelpreis inkludiert. Ja, genau. Und wir haben jetzt auch rausgehört, dass man leider abends nicht mehr rumlaufen kann. Um 18 Uhr macht die Tür zu, das heißt, Rockburg kann man leider nicht im Dunkeln durchlaufen. Aber man kann von hier oben sehen. Wir machen uns jetzt frisch und dann geht's zum Essen. Genau. Wir haben uns ein bisschen frisch gemacht. Ich war auch noch unter der Dusche. Das Wasser war echt nicht so warm. Ja, das war ein bisschen kalt, ne? Aber dafür ist das Zimmer sehr heiß. Ja, das Zimmer ist sehr heiß. Also leider Gottes klappt die Klimaanlage nicht so ganz und wirklich durchliften geht auch nicht, weil da könnte man theoretisch in dein Fenster einbrechen. Von daher haben wir jetzt gerade Bescheid gesagt, uns kümmert sich drum, jemand drum und ja, weil es wird halt sonst wirklich eine unheimlich stickige Nacht. Und der Anton war auch gerade duschen. Anton, ich habe ja direkt mal eine andere Meinung. Was sagst du über das warme Wasser hier im Hotel? War prickelnd. Das war, ich bin wieder hellwach. Ne? Und ich hoffe, jetzt ist das Essen warm. Ne? Naja, was ist der erste Tag? Na, logisch haben wir voll bezahlt, das will ich auch nochmal betonen. Wir wurden nicht eingeladen oder so. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn es kein richtig heißes Wasser gibt. Aber wir lassen. Es wäre auch so ärgerlich, wenn es kein heißes Wasser gibt. Ist egal, was man zahlt. Kaltes Wasser ist immer zu sehen. Warst du schon duschen, Ginzel? Nein. Das riecht, ich war nur ganz kurz im Zimmer. Das und? Riecht man auch. Das, du Arsch. Wir werden uns die Laune trotzdem nicht verderben lassen und jetzt geht's zum Essen. Drei ich Gänge noch duschen. Ich bin mal gespannt, was es da gibt. Wir sind gerade im Block C und da findet ihr die Bar und das Restaurant Uhrwerk und da geht's jetzt hinein.
sitzen jetzt hier im Restaurant Urberg und es gibt die ganz normale Speisekarte wie tagsüber auch. Ah nein, die Preise stehen auf jeden Fall nicht drauf. Genau, und daraus könnt ihr euch dann Gerichte aussuchen. Ich werde diesmal das Carpaccio nehmen. Genau, ich nehme diesmal das Tartar. Carpaccio nimmt auch das Tartar. Meine ich ja das Tartar. Tartar, dann nehme ich nochmal diese Chicken mit den Burgern. Und du nimmst das Steakburger, ne? Genau. Vorspeisen bekommen. Die Bibi hat sich jetzt doch noch für eine Bowl entschieden. Die ist ein bisschen kleiner als im Tagesgeschäft. Und ich habe hier das Tatar. Das Tatar. Und der Ginzer da hinten hat die Teigtaschen. Sehen auch gut aus. Wie war die Vorspeise, Bibi? Oh, sau gut. Wirklich der Wahnsinn. Aber es ist zwar weniger gewesen, weil es halt nur eine Vorspeise war. Aber ich bin immer jetzt schon, denke ich mir, wie sollen denn die anderen zwei Speisen reinpassen? Aber es wird Wahnsinn. Hier, der Ginzel hat schon. Ja, der kann es vertragen. Die hat Mitleid mit mir. Bekommen. Du hast dich für die Pommes-Schippe entschieden. Genau, Pommes-Schippe haben wir hier mit kleinen zwei Burger als Beilage. Die man sich aber selber dann nochmal belegen kann mit Soßen, Zwiebeln. Ist richtig nice, hatte ich auch schon mal. Ja, gut. Und ich habe mich für den Captain-Burger entschieden mit Spiegelei drauf. Und der sieht auch nice aus. Erstmal guten Hunger. Speise sehr lecker, aber sehr viel, oder? Du bist am Kämpfen. Kann ich mehr. Ich bin auch ein bisschen am Kämpfen. Die anderen sind auch ein bisschen am Kämpfen, aber fürs Dessert ist immer noch ein bisschen Platz, oder? So. Unser Dessert ist angekommen. Das ist einmal das Eis. Dann haben wir hier einmal Bibi. Bananen-Cheesecake. Geil. Und hier einmal den Apfelpudding oder Apfelpudding so. Apfelpudding mit Soße. Genau, und Vanillesoße. Fertig gegessen, das Dessert war echt fantastisch, aber es war am Ende doch so, dass wir einiges gestopft haben, weil es sehr viel ist. Aber den Abend könnt ihr dann noch ausklingen lassen hier in dieser wunderschönen Bar und das werden wir jetzt auch noch machen. Die Bahn 1919 sieht schon richtig nice aus. Wir haben ja auch noch einen Außenbereich, wo man dann auch tagsüber die Achterbahn fliegen sieht. Und nachts ist es ein bisschen spärlich beleuchtet. Es gibt sogar die Möglichkeit, einmal zu darten. Und das werden wir jetzt tun, weil wir alle voll die Dartprofis sind. Aber also ich weiß nur, normal zählt das, was außen steht. Und von der Bar 1919. Super schön, gemütlich, urig. Man kann Dart spielen, man kann Billard spielen. Die Kellner sind total gut gelaunt. Man kann mit denen quatschen. Eine ganz lockere Atmosphäre. Die Getränke sind der Wahnsinn. Das Biertasting ist super.
Dieses Bowl-Cocktail ist klasse, also wirklich der reine Wahnsinn. Morgen, wie hast du denn in der kleinen Kapsel geschlafen? Also ich muss sagen, ich habe wirklich sehr gut geschlafen. Die Matratze ist zwar ein bisschen härter gewesen, aber wirklich die Bettdecke, Bettwäsche ist wahnsinnig weich, gemütlich. Also ich habe wirklich sehr gut geschlafen, muss man schon sagen. Ich hätte noch länger schlafen können, aber der Kevin hat mich ja geweckt. Ich habe dich geweckt, weil ich ein oder das andere Mal als großer Mensch leider an die Ablageflächen in der Nacht gekommen bin. Habe ich nicht gehört. Ja. Für mich als großer Mensch war es ein bisschen unbequem, aber du hast ganz gut geschlafen. Du fandest auch die Bettwäsche und die Matratze ganz nice. Ja, also ich fand es toll. Also ich hätte wirklich nur noch länger schlafen. Für uns endet der Aufenthalt da logisch noch nicht. Das Frühstück gibt's noch. Genau. Und dann können wir da logisch auch noch Fly fahren, die gerade unten noch die Wartung hat. Ja, genau. Also es ist schon cool, dass man hier so von oben nochmal alles so gucken kann. Ah, das ist toll, man ist richtig wieder direkt in diesem Rockbook-Thema drin. Das Wasserproblem wurde auf jeden Fall auch noch gelöst. Heute Morgen hatten wir schön heißes Wasser beim Duschen. Jetzt geht es zum Frühstück. Und da müsst ihr dann logisch unten dann wieder hinlaufen, durch die Rezeption durch, an der Bar vorbei. Und dann seid ihr direkt im Uhrwerk. Und da sind wir mal gespannt, was es da Leckeres zum Frühstück gibt. Ja, ich freue mich. Ja, wir haben uns jetzt eine kleine Auswahl vom Buffet geholt. Du auch. Mhm. Sieht sehr nice aus mit den Brettern. Ist eigentlich richtig cool gelöst. Und das Buffet ist quasi in zwei Stationen aufgeteilt. Ihr habt einmal so eine Station, wo es Brötchen gibt und Marmeladen und Butter. Und dann könnt ihr weitergehen zur Küche. Da kriegt ihr dann die ganzen warmen Sachen und den Aufschnitt. Und es ist aktuell sehr ruhig und sehr angenehm am Buffet. Also nicht überfüllt. Ich finde das so gut, dass du halt so außergewöhnliche Sachen hast. Ne? Feier ich halt voll. Ich habe French Toast. Wie geil das ist. Das Thermik ist ja auch wieder durch und durch da. Ja, man sieht halt, dass es richtig große Brötchen aussieht. Ja, das gibt es aber immer hier. Die großen Körnerbrötchen gibt es nicht. Nee, das stimmt. Aber ich feiere das gerade. Wir kommen gerade vom Frühstück und es ist wirklich sehr, sehr lecker gewesen. Es gab unheimlich viele Sachen, die es so in den anderen Hotels nicht gab. Besondere Dinge, es ist für jeden was dabei. Also wirklich, es hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Bin super satt geworden. Wir hatten noch einen wunderschönen, entspannten Frühmorgen gehabt. Ich würde sagen, man kann so super gut, toll in den Tag starten. Wir freuen uns schon, wenn wir nachher wieder Fly fahren können. Und genau, jetzt gehen wir noch aufs Zimmer, machen uns noch fertig und dann geht's in den Park. Die Frühstückszeiten sind hier im Hotel immer von 7 bis 10 Uhr. Und man muss auch sagen, dass alle Mitarbeiter unheimlich freundlich sind hier, oder? Unheimlich. Die geben sich so viel Mühe, sind super, super freundlich und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Wir melden uns gleich nochmal vom Hotel wieder. Das war unser Aufenthalt hier in dem neuen Hotel im Phantasia. Ja, im Charles-Lindbergh-Hotel. Wirklich, es hat, also im Fazit gesehen, ich fand es echt richtig cool. Das Abenteuer von oben bis unten, von der Buchungsbestätigung bis zum Checkout gestimmt, weil man am Checkout noch ein kleines Andenken auch bekommen hat. Hier eine Fleischschokolade, die man in Emilys Schokolade- und Candy-Werkstatt auch erwerben kann. Also ich persönlich finde, es hat von oben bis unten total gut gepasst. Hammer. Also ich kann es echt jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Auszuprobieren auf jeden Fall. Ob es jetzt unser Stammhotel wird im Phantasia, das glaube ich eher nicht, weil es ist schon klein, aber fein. Es ist klein, aber fein. Wir persönlich mögen es immer lieber ein bisschen größer, so ein bisschen mehr Komfort, aber das ist auch jeder ein bisschen anders. Wir sind natürlich auch keine Leute, die gerne zelten gehen würden. Von daher, also Lingbao ist immer noch unser Favorit, das wird auch so bleiben, aber das Charles Lindbergh Hotel ist schon der Burner. Aber
Probiert es einfach selber mal aus, kommt vorbei, schaut es euch an und wenn ihr es vorhabt, schreibt doch mal in die Kommentare oder wenn ihr es vielleicht schon gemacht habt oder vielleicht auch am gleichen Tag wart wie wir hier, schreibt doch auch mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Euch noch viel Spaß hier auf YouTube und wir sehen uns auf dem nächsten Video. Dann gibt es ein Q&A über das Hotel. Genau, bis dann, Henne. Tschüss.